Kids? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wir machen den Schwarzfall weiter. Wir sind angekommen beim vierten Vers, Surat Al-Ahqaf, Surat Nummer 46. Und bevor wir über diesen Vers reden, eine Überlieferung von Abdullah bin Mas'ud, radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam erfolgt und es sagte: Al-Quran shafi'un mushaffa'un. Das heißt, der Koran ist ein Fürsprecher, dessen Fürsprache angenommen wird. Al-Quran shafi'un mushaffa'un. Und dann sagt er, die Aussage als Aussage von Ibn Mas'ud, aber auch Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Sheikh al-Albani sagte, der Isnad ist genial. Und dann sagt er, وَمُحَالٌ مُصَدَّقٌ. Das heißt, der Koran ist ein glaubwürdiger Widersacher. Das heißt, am Tag der Auferstehung hast du diesen Koran Karim entweder als Argument für dich oder als Argument gegen dich. Aber vielleicht nicht Widersacher, sondern jemand, der sich für dich einsetzt und der für dich argumentiert. Das heißt, der Koran Karim wird nicht nur ein gutes Wort für dich einlegen und bitten, sondern wird sich für dich einsetzen, für dich kämpfen. Und wenn er etwas sagt, dann genießt er beim Herrn Glaubwürdigkeit. Also seine Aussage wird, ihm wird geglaubt. Ja? Er ist ein Mensch, dem geglaubt wird, den würde man als redlichen Menschen bezeichnen. Deutsch, redlich, glaubwürdig. Dann sagt er, man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah. Wer den Koran vor sich setzt, gemeint ist, wer ihn zum Vorbild nimmt, wer ihn zu seinem Imam macht, den führt er zur Jannah. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ila al-nar. Und wer ihn hinter sich setzt, hinter sich platziert, den zieht er zum Helfer. Dieser Koran Karim, subhanallah, ist eigentlich das, worum es in diesem Leben geht. Deine Beziehung mit ihm bestimmt dein Ergebnis bei Allah. Möchtest du wissen, wie dein Ausgang bei Allah ist? Vergleiche dich mit den Eigenschaften der Gläubigen, die Allah als Paradiesbewohner bezeichnet. Es ist keine Sache, die überraschend ist. Allah sagt, was gut ist. Er sagt, was Voraussetzung ist, dass er es von dir annimmt. Wenn du dementsprechend handelst, sei froh und Mutes. Und du darfst bei Allah subhanahu wa ta'ala auch nur das Beste erwarten. Denn Allah azza wa jalla wird seine Anhänger und seine Leute dann vor allem mit Sicherheit nicht enttäuschen. Um das umzusetzen, wenden wir uns inshallah den vierten Vers aus Surat Al-Ahqaf zu und wir lesen die Grund erstmal die Interessen aus von Imam Sadi. Vers 4. Sag, was meint ihr zu dem, was ihr anstatt Allahs anruft? Zeigt. Der Beamer. Sag, was meint ihr zu dem, was ihr anstatt Allahs anruft? Zeigt mir, was sie von der Erde erschaffen haben? Oder haben sie etwa an den Himmeln teil? Bringt mir doch ein Buch vor diesem herbei oder die geringste Spur von Wissen, wenn ihr wahrhaftig seid. Und wer es weiter abgeht als jemand, der anstatt Allahs jemanden anruft, der ihn nicht erhört bis zum Tag der Auferstehung? Und sie achten nicht auf ihr Bittgebet.
Und wenn die Menschen versammelt werden, werden sie ihnen Feind sein. Und sie werden den von ihnen empfangenen Dienst verleugnen. Sagt zu denen, die Allah Götzen und Partner, die weder Schaden noch Nutzen und weder zum Leben erwecken, noch sterben lassen oder wieder auferwecken können, zur Seite stellen, dass sie die Schwäche ihrer Götzen und die Tatsache, dass sie keinerlei Anspruch auf Verehrung haben, offensichtlich ist. Zeigt mir, was sie von der Erde erschaffen haben. Oder haben sie etwa einen Himmel teil? Haben sie irgendetwas in den Himmel und auf der Erde erschaffen? Haben sie einen Berg errichtet, einen Fluss fließen lassen, ein Tier von den Toten auferweckt, Bäume wachsen lassen? Haben sie etwas zur Erschaffung all dieser Geschöpfe beigetragen? Nichts davon ist der Fall, wie sie selbst zugeben müssen, geschweige denn etwas anderes. Dann fordert er sie auf, einen überlieferten Beweis für ihr Verhalten vorzulegen. Bringt mir doch ein Buch vor diesem herbei, ein Buch, das zur Beigesellung aufruft, oder die geringste Spur von Wissen, das von den Gesandten kam und solches befiehlt. Natürlich sind sie nicht in der Lage zu belegen, dass jemals ein Gesandter derartiges angeordnet hätte. Vielmehr wissen wir mit absoluter Überzeugung, dass alle Gesandten zur Verehrung des einen Herrn aufriefen und verboten, ihm etwas beizugesellen. Und dies ist das Wichtigste, was an Wissen von ihnen überliefert wurde. Der Erhabene sagt, wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt. Dient Allah und meidet die falschen Götter. Und jeder Gesandte sagt zu seinem Volk, O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Es ist bekannt, dass sich die Debatten der Polytheisten über ihre Beigesellung weder auf Beweise noch auf Indizien stützen, sondern auf Lügen, schwache Meinung und fehlgeleiteten Verstand. Wer ihren Zustand und ihre Wissenschaften prüft, wer ihre Taten verfolgt und beobachtet, wie die Freundschaft mit ihnen die gottesdienstlichen Handlungen von Gläubigen zunichte macht, erkennt ihre Verdorbenheit. Haben sie irgendeinen Nutzen davon, sei es in dieser Welt oder im Jenseits? Und so sagt der Erhabene, und wer ist weiter abgeehrt als jemand, der anstatt Allahs jemanden anruft, der ihn nicht erhört bis zum Tag der Auferstehung, ihm also während seines Aufenthalts in dieser Welt nicht im geringsten nützt. Und sie, die sie anrufen, achten nicht auf ihr Bittgebet. Das heißt, sie hören weder ihre Bittgebete, noch beantworten sie ihren Ruf. Dies ist ihre Situation im Diesseits, und am Tag der Auferstehung werden sie die Beigesellung leugnen. Und wenn sie versammelt werden, werden sie sich gegenseitig Feind sein und einander verfluchen. Sie werden sich voneinander lossagen und den Gottesdienst an den Götzen verleugnen. Zur Barmherzigkeit Allahs, also wird gehört, dass er die Menschen, obwohl sie, wie wir im dritten Vers gelesen haben, sich von der Wahrheit abwenden, von der Offenbarung abwenden und sie leugnen, dass er sie trotzdem zur Wahrheit einlädt, dass er sie trotzdem zu Al-Haq aufruft, dass er sie dazu bringt, nachzudenken über das, was sie tun. Auf dass sie umkehren mögen, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Koran herabgesandt, um die Menschen auf seinen Weg zu leiten. Deswegen heißt es hier im vierten Vers, sagt, was meint ihr zu dem, was ihr anstatt Allahs anruft? Ara'aytum. Habt ihr gesehen? Das heißt, gesehen natürlich nicht nur mit den Augen, sondern auch mit dem Herzen. Also habt ihr darüber nachgedacht. Wer seid ihr? Wer sind ihr in diesem Vers? Auf wen bezieht sich dieses Pronomen? Antwort lautet auf die Götzendiener. Ja. Und wer ist angesprochen? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Deswegen könnte man übersetzen und sagen, sag Gesandter zu den Götzendienern. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, was ihr anstelle Allahs anbetet oder was ihr anstelle Allahs anruft? Tad'una ist Dua, das Anrufen, aber sicherlich eine Form der Anbetung. Wenn nicht die Form der Anbetung schlechthin. Tamam? Und deswegen höchst seltsam, dass manche Leute denken, dass der Dua keine Ibadah ist. Der Dua ist eine Ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُرُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Diejenigen, die sich meiner Anbetung überheblich hinwegsetzen, dass Überheblichkeit mich nicht anbeten, sie werden erniedrigt das Höllenfeuer betreten. Und in diesem Vers geht es eindeutig um den Dua. Deswegen ist der Dua die Ibadah schlechthin. Allah subhanahu wa ta'ala sagt,
Habt ihr darüber nachgedacht, was ihr anstelle Allahs anruft? Und daraus entnehmen wir, dass der Dua, wenn er schon eine Ibadah ist, dass er auch nur Allah Azza wa Jal alleine gewidmet werden darf. Insofern darf man sich in seinem Bittgebet niemandem zuwenden außer Allah, weder einem Engel noch einem Propheten oder Gesandten und schon gar nicht irgendjemand anderes, selbst wenn er noch so rechtschaffen gewesen sein mag. Und das ist die Sache, woran auch die Christen, besonders die Katholiken, fehlgegangen sind, ja, auf den falschen Weg gekommen sind, weil sie die heiligen Verehrung haben. Und sie glauben, oder einige von ihnen glauben, dass bestimmte verstorbene Menschen heilig sind und deswegen es verdienen, dass man sie um Hilfe bittet, um Segen bittet und ähnliches. Und leider haben ihnen dann auch manche Muslime aus der Umma von Muhammad nachgemacht. Weil der Prophet hat ja auch angekündigt, gesagt, ihr werdet den gleichen Weg gehen wie auch die Juden und die Christen. Dann sagte er, habt ihr darüber nachgedacht, das was ihr da anbetet neben Allah tabaraka wa ta'ala, zeigt mir, was sie von der Erde erschaffen haben. Oder haben sie etwa an den Himmeln Anteil? Und aus diesem Vers ergibt sich eindeutig, dass die Begründung, dass sich aus der Rububiyyah die Uluhiyyah ergibt. Ja? Deswegen, die Tatsache, dass sie nichts erschaffen haben, und das Erschaffen ist eine der Taten Allahs Azza wa Jal, die ihm alleine gebührt. Und das nennen wir im Arabischen Rububiyyah, das Herrsein Allahs Azza wa Jal, dass er der Herr ist, das hat alles zu tun mit seiner Schöpfung, mit seiner Lenkung, mit seinem Willen, mit seiner Versorgung, dass er Sachen lebendig machen lässt, sterben lässt. Ja? Das ist alles, bezeichnet man im Islam als Rububiyyah. Und aus ihr ergibt sich gerade, dass Allah tabaraka ta'ala der Einzige ist, der der Anbetung würdig ist. Und deswegen umgekehrt, als würde er ihnen sagen, ihr betet diese Götter an, ja, was haben sie denn erschaffen, was für euch ein Argument wäre, sie anzubeten? Tamam. Was haben sie euch gegeben? Womit haben sie euch versorgt? Damit ihr eine Begründung habt, diese auch dann anzubeten, euch für sie niederzuwerfen, sie darum zu bitten, dass sie euch auch mehr geben, als sie euch schon gegeben haben. Das ist die entscheidende Frage. Und deswegen, wir beten Allah subhanahu wa ta'ala alleine an, weil er der alleinige Herr ist, subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagen wir immer, aus der Rububiyyah ergibt sich die Uluhiyyah. Ja, also aus der Tatsache, dass er alleine erschafft und niemand anderes und alle anderen Taten, daraus ergibt sich, dass er auch der Einzige ist, der Anbetung würdig ist. Das war sehr, sehr einfach und sehr logisch, also nichts Kompliziertes. Und die toten Menschen, sie geben nichts, sie hören nicht, sie sind gestorben, sie sehen nichts, sie bekommen nicht mit. Wieso sollten wir sie dann anbeten? Wieso sollten wir dann von ihnen etwas verlangen, wozu sie gar nicht imstande ist? Das ist der Schirk schlechthin. Und woraus ergibt sich, und wir haben ja auch einen dritten Teil des Tawhid, woraus ergibt sich dann diese Rububiyyah Allahs Azza wa Jal? Naja, aus seinen Namen, seinen Eigenschaften. Weil er eben die schönsten und vollkommensten Eigenschaften hat. Und dazu gehört die Fähigkeit zu erschaffen. Dazu gehört seine Größe, subhanahu wa ta'ala. Dazu gehört seine Izzah, seine Überlegenheit. Dazu gehört sein Wissen, sein Allwissen, Al-Ilm. Dazu gehört alle seine Eigenschaften, die er hat, subhanahu wa ta'ala. Daraus ergibt sich, dass es niemanden gibt, der ihm konkurriert. Niemanden gibt, der Anteil hat an irgendetwas von dem, was er, subhanahu wa ta'ala, erschaffen hat. Und hier sehen wir die Steigerung oder das Gegenteil davon in diesem Vers, denn er sagte sinngemäß hier, zeigt mir, was sie von der Erde erschaffen haben.
haben nur von der Erde. Also. Oder haben sie etwa an den Himmeln teil? Das heißt, oder haben sie einen Anteil an den Himmel? Deswegen könnte man übersetzen, zeigt mir, was eure Götzen von der Erde erschaffen haben. Denn dann hättet ihr ein Argument für euren Götzendienst. Ja. Oder haben sie neben Allah ihren Anteil an den Himmeln und ihrer Schöpfung? Haben sie einen Anteil am Himmel? Hat Allah subhanahu wa ta'ala die Himmel erschaffen und ihnen dann einen Anteil zugewiesen? Oder haben sie einen Anteil am Himmel, das heißt an der Schöpfung der Himmel? Weil diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und das sind natürlich rhetorische Fragen, denn sie haben ja ihre eigenen Götzen selbst geschnitzt, selbst gebastelt. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, noch weiter bringt er zum Nachdenken. Euer Prophet, dieser erwählte Gesandte, bringt eine Schrift, bringt eine Offenbarung mit sich von seinem Gott. Was habt ihr von euren Göttern? Was habt ihr von euren Göttern? Und wenn ihr ehrlich zu euch selbst seid, habt ihr von ihnen gar nichts. Weder schaden sie euch, noch nützen sie euch. Noch haben sie euch irgendetwas gegeben, egal was. Ja? Und deswegen, derjenige, der behauptet, er kommt von Gott, der muss ja irgendwas von Gott bekommen haben. Also irgendetwas muss er doch bekommen haben, eine Information, eine Eingebung, ein Engel ist zu ihm gekommen. Irgendwas muss doch passiert sein, damit er sagen kann, er ist von Gott gesandt. Und das Gleiche muss doch auch von euren falschen Göttern hervorgegangen sein. Wie wollt ihr denn wissen, dass es Götter sind? Wie haben sie sich denn euch gezeigt? Wie haben sie sich denn euch offenbart? Ja. Auf jeden Fall, dieser Vers ist auch so ein bisschen ein Hinweis darauf, dass die Araber ein Volk waren, die schriftunkundig waren. Gibt mir doch eine Schrift, weil ihr habt ja keine. Gebt mir eine Schrift, gebt mir etwas Geschriebenes. Aber ihr wisst ja ganz genau, dass ihr gar nicht schreiben könnt, nicht lesen könnt. Tamam? Das ist, wo soll denn die Schrift herkommen? Wo soll denn die Schrift herkommen? Ihr bezeugt doch selbst, dass ihr gar keine Schrift haben könnt von euren falschen Göttern, weil ihr selbst gar nicht lesen und schreiben könnt. Na. Allah musta'an. Deswegen, subhanallah, wie deutlich die Wahrheit ist und wie gewaltig die Ungerechtigkeit ist, die diese Polytheisten an den Tag legen. Und deswegen sagt, heißt es im Koran, inna shirka la zulmun azim. Also wahrlich, der Schirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Aber es gibt überhaupt nichts, was das irgendwie rechtfertigt. Also beim Volk der Schrift, bei Juden, Christen, sie haben wenigstens Schriften, die sie ihren Propheten zuschreiben, die sie über ihre Propheten überliefern. Wenigstens haben sie etwas. Und das, was geschrieben steht in ihren Büchern, spricht nicht mal für das, was sie sagen. Aber wenigstens haben sie etwas. Aber die Götzendiener aus Mekka, sie hatten rein gar nichts. Bringt mir, wer ist hier übersetzt worden? Bringt mir doch ein Buch vor diesem herbei, vor diesem Koran herbei, oder die geringste Spur von Wissen. Die Araber waren übrigens ein Volk von Wahrsagerei. Wahrsagerei, Dichterei, weil irgendetwas muss ja an die Stelle der Religion kommen. Ja. Bringt mir eine Schrift, die vor dieser offenbart wurde, oder, wie heißt es hier, die geringste Spur von Wissen. Man könnte auch übersetzen, einen Rest von Wissen. Auf Arabisch, Atharatin min ilm. Dieser Ausdruck, Athara min ilm, wurde von den Tafsir-Gelehrten unterschiedlich gedeutet. Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, sagte, Khattun kana yakhuttuhu al-arabu fil ard. Das heißt, gibt es irgendeine Inschrift,
die die Araber vielleicht in die Erde gekritzelt haben. Ja, das Geringste, wisst ihr, bei, manchmal bei Felsen in der arabischen Halbinsel, in der heutigen Saudi-Arabien, findet man Inschriften. Ja, das haben die Leute früher geschrieben. Ja, manche Inschriften aus der Zeit der Sahaba, radiallahu ta'ala anhu. Und manchmal sind es Koranverse, manchmal sind es einfach Aussagen, Namen, irgendwelche Inschriften in Felsen findet man. Und diese manchmal auch aus der Zeit vor dem Islam sogar, findet man das. Ja. Ist auch klar, dort haben ja die Menschen auch gelebt. Habt ihr irgendetwas? Also nicht mal ein ganzes Buch, sondern vielleicht irgendwo eine Inschrift, wo ein Hinweis ist auf eure Gottheiten, von denen ihr behauptet, sie seien der Anbetung würdig. Das ist die erste Aussage. Andere Ulama haben gesagt, dass das Wort Athara von Athar kommt. Und Athar, liebe Geschwister, bedeutet unter anderem die Überlieferung. Ja, also wir sagen meistens ein Hadith, ja, aber man kann auch reden von einem Khabar oder einem Athar. Und das heißt, als würde er sagen, habt ihr irgendeine Überlieferung? Überlieferung kann ja auch etwas Mündliches sein, was ihr über eure Vorväter überliefert, über den, und dann, dass das eben, also irgendwas, was auf ihren Götzendienst hinweist. Das ist die zweite Erklärung von diesem Wort. Ja, das ist, subhanallah, wir sehen, die koranischen Worte beinhalten mehrere Bedeutungen und die sind nicht alle, ist nicht eine richtig und falsch. Ja, das haben wir öfter gesagt, also wenn wir verschiedene Aussagen erwähnen, das heißt nicht, dass eine richtig und eine falsch ist. Nein, das arabische Wort an sich beinhaltet all diese Bedeutungen. Ja, es gibt manche, die vielleicht vordergründiger sind, die der eine oder andere bevorzugt aufgrund anderer Texte, aufgrund anderer Verse im Koran Karim. Aber das heißt nicht, dass die andere falsch ist. Und das ist gerade die Gewaltigkeit im Koran, dass diese Wortwahl so viel zum Ausdruck bringt. Deswegen kann niemand einen Vers so übersetzen, dass dann alle Bedeutungen beinhaltet. Der eine Übersetzer wird so, der andere so, der andere so. Und alle sind, inshallah ta'ala, richtig. Dann gibt es eine dritte Meinung, das ist die Meinung von dem Tafsir-Gelehrten Qatada, rahimahullah, den wir schon öfter gehört haben, aus der Zeit der Tabi'in, einer der großen Imam im Tafsir. Er sagt, dass dieser Ausdruck Atharatin min ilm bedeutet Khassatin min ilm. Das heißt, habt ihr vielleicht spezielles Wissen erhalten, ihr, das kein anderer erhalten hat, außer ihr. Da. Das ist sozusagen nochmal eine Steigerung, weil so eine Schrift normalerweise, der Koran, das ist ja für alle. Ja. Und wenn irgendwo eine Inschrift gefunden wird, das ist dann sowas Spezielles, aber jeder das findet. Aber habt ihr vielleicht etwas Geheimes in einer Box, die niemand wissen darf, sehen darf? Oder? Es gibt auch so interessant, gibt es ein Volk in Afrika, gibt es ich glaube im heutigen Äthiopien, gibt es ein Volk von Christen, die behaupten, sie hätten die Tora und das Evangelium im Original. Ja? Weil das ist ja es gibt ja so auf der Welt so interessante Sachen, die unbezahlbar wären, wenn man sie finden würde, weil sie hat es gegeben, aber die Frage, wo sind die Sachen hin? Ja? Auf jeden Fall gibt es immer dann Leute, die behaupten, und ein Volk, die glauben, die behaupten, die haben das, das ist ein christliches Volk, und wo sagen sie, haben sie das? In einer kleinen Kirche, wenn das, ich glaube, das nennt man nicht mal Kirche, das ist viel zu klein, um als Kirche bezeichnet zu werden. Und darin ist es aufbewahrt. Und kann man es mal sehen? Nein, darf niemand sehen. Nicht mal deren Papst darf das sehen, sondern nur derjenige, der dort aufpasst. Das ist einer, der wohnt auf diesen paar Quadratmetern. Und er passt auf diese Sache auf und keiner darf das sehen. Mit der Begründung, dass diese Schrift so stark leuchtet, dass ein Mensch das nicht aushalten würde. Ja? Und dann fragen wir uns natürlich, wo ist dann die Rechtleitung? Die Rechtleitung, wenn die uns
kaputt macht, das wird keine Rechte, das ist ein Mord. Ja. Nasallah al-Afwa al-Afiyah. Also sehr seltsam, wie die Menschen auf den falschen Weg geführt werden. Aber dann würde es eher passen, dass sie das tatsächlich haben und geheim halten und den Leuten nicht zeigen. Es wäre eher logisch als ihre Begründung. Das Buch der Rechtleitung, unser einer, freut sich, den Koran unterrichten, weitergeben zu dürfen, damit er Hasanat bekommt. Ja? Der Prophet sallam, hat uns gesagt, Balligu anni walau aya. Ja? Das heißt, überliefert über mich, erzählt über mich, übermittelt, was ich euch sage, selbst wenn es nur ein Koranvers wäre. Man soll das verbreiten. Jeder soll den Koran mitbekommen von dieser Rechtleitung, von diesem Licht, das Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen gegeben hat, damit sie eben von dieser Erniedrigung wegkommen. Diese Erniedrigung, der ein anderes Geschöpf anbetet. Was für eine Erniedrigung ist das? Du weißt genau, wie schwach du bist und dass du dir selbst nicht mehr helfen kannst. Und wenn du krank bist, wartest du auf die Heilung von Allah subhanahu wa ta'ala. Du kannst nichts tun. Und dann fängst du an, jemanden anzubeten, der genauso schwach ist wie du, ja, oder vielleicht sogar noch schwächer ist als du. Was für eine Erniedrigung. Und dann reden wir über Sklaverei und wie schlimm sie ist. Ja. Aber der Mensch, wenn er dann auch noch selbst entscheidet, sich selbst zu erniedrigen, ja, sich entscheidet, einen falschen Gott anzubeten, Gott bewahre, das ist doch der Gipfel der Erniedrigung. طيب. Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, der Imam der Tafsir-Gelehrten, erwähnte diese verschiedenen Ansichten, was dieser Begriff Atharatin min ilm bedeuten kann. Er hat gesagt, so eine Inschrift gekritzelt irgendwo oder irgendeine Überlieferung habt ihr vielleicht oder habt ihr vielleicht spezielles Wissen bekommen, das kein anderer außer euch bekommen hat. Ja? Dann sagt er, dass er letztendlich bevorzugt diese, wie es auch übersetzt worden ist, eine Spur von Wissen. Spur von Wissen. Ja? Oder ein Rest von Wissen. Ja, ist das Gleiche. Spur, Rest, irgendwas übrig geblieben ist. Ja? Und dann sagt er, warum bevorzugt er das? Er sagt, weil das die bekannte Bedeutung von diesem Begriff in der arabischen Sprache ist. Tamam? Wir wissen ja, der Koran Karim wird erklärt durch den Koran, durch die Sunna, ja, durch die Aussagen der Salaf, aber auch durch die arabische Sprache, logischerweise. Das kann ja nicht außerhalb der arabischen Sprache sein. Und deswegen diese Aussage zeigt uns seine Vorgehensweise, dieses Imam, rahimahullah ta'ala. Und dann sagt er, aber was ganz wichtig ist, ja, er sagte, auch wenn ich der Meinung bin, dass mit Atharatin min ilm eine Spur oder eine Restspur oder ein Rest von Wissen gemeint ist, kann es trotzdem sein, dass damit eine Inschrift gemeint ist, irgendwo auf der Erde gekritzelt ist, dass damit Wissen gemeint ist, das nur sie haben und kein anderes Volk bekommen hat. Ja, yani, subhanallah, also der Koran al-Karim, yani, guck mal die Botschaft des Islam. Die Botschaft des Islam sagt, dass es Gesandte gab und unter jeder großen Menschengemeinschaft hat Allah einen Gesandten geschickt. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Also jede größere Menschengemeinschaft, Allah hat einen Propheten, einen Gesandten da entsandt. Tamam? Damit die Menschen von der Rechtleitung mitbekommen, damit sie zum Islam kommen. Aber ihr behauptet, dass das, was ihr habt in Mekka, eure Götzen, das ist nur für euch. Dann warum haben eure Götzen nicht auch den anderen Menschen offenbart? Warum nur ihr? Was ist das für eine Religion? Was soll das die Religion der Menschheit sein? Was soll das die Religion des Gottes sein, der alle Menschen erschaffen hat? Der will nur Recht leiten für euch ein paar Mekkaner, die alle anderen nicht? Aber im Gegensatz zum Islam, der Koran ist jetzt mal, sagen wir mal, ein spezieller Fall, weil der Koran ja für alle Weltenbewohner gilt bis Yawm al-Qiyamah. Aber wenn du schaust, die verschiedenen Offenbarungen, die Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, sie alle stimmen überein. Zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlichen Menschen gegeben, aber der Inhalt ist der gleiche. Das heißt, die Rechtleitung sollte auch an jede Menschengemeinschaft kommen.
Also er sagt auf jeden Fall, auch wenn ich der Meinung bin, dass damit bevorzugterweise eine Spur von Wissen gemeint ist, weil das eben das Bekannte ist, die bekannte Bedeutung des arabischen Ausdrucks Athara ist, trotzdem kann damit auch eine Inschrift letztendlich gemeint sein oder spezielles Wissen, was ein bestimmtes Volk bekommen hat aus den Büchern von früher oder sonst irgendetwas. Er will damit sagen, was wir vorhin auch hingewiesen haben, ist, diese verschiedenen Erläuterungen, die die arabische Sprache hergibt, sie schließen sich nicht gegenseitig aus. Und auch wenn man eine Bedeutung bei der Übersetzung einer anderen vorzieht, Wallahu tabarak ta'ala, a'lam. Ja, und deswegen könnte man übersetzen und sagen, bringt mir eine Schrift, die vor dieser offenbart wurde, oder einen Rest des Wissens, oder eine Spur von Wissen der früheren, die eure Behauptungen bestätigen, wenn ihr die Wahrheit sagt. Die Antwort kennen wir. Deswegen kommt jetzt eine weitere rhetorische Frage. Allah sagt, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Das heißt, wer ist denn abgeirrter als jemand, der... weiter abgeirrt als jemand, der anstatt Allahs jemanden anruft, der ihn nicht erhört bis zum Tag der Auferstehung und sie achten nicht auf ihr Bittgebet. Wer ist weit abgeirrter als, bedeutet im Umkehrschluss, niemand ist weiter abgeirrt als jemand, der anstatt Allahs jemanden anruft, der nicht erhört bis zum Tag der Auferstehung. Oder der nicht erhören kann. Der nicht erhören kann und deshalb auch nicht erhört. Ja. Und die seinen Bitten gegenüber unachtsam sind. Also im Arabischen steht hier, وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Sie achten nicht auf ihr Bittgebet. Wortwörtlicher, sie sind den Bitten gegenüber unachtsam. Den Bitten von was? Den Bitten der Götzendiener. Also wenn sie Dua machen zu ihren Göttern, die Götter sind unachtsam gegenüber ihr. Was will damit gesagt werden? Wir wissen doch, dass die Götzen eigentlich aus Holz sind, aus Stein sind oder aus irgendwelchen Materialien sind. Das sind ja keine lebendigen Wesen. Wieso hat Allah subhanahu wa ta'ala sie deswegen als unachtsam beschrieben, obwohl die Unachtsamkeit eigentlich eine Eigenschaft von Menschen ist. Ja? Und die Antwort lautet, um den Quraysh oder um den Götzendienern allgemein noch deutlicher vor Augen zu führen, wie unsinnig das ist, was sie tun. Weil wenn du dich mit einem Menschen unterhalten würdest, wenn du einen Menschen um Hilfe bitten würdest, in irgendeiner Sache, in der er imstande ist, du bittest ihn um etwas, aber er ist dir gegenüber unaufmerksam. Wie kannst du dich auf ihn verlassen? Er hört dir nicht mehr aufmerksam zu. Er kriegt gar nicht mit, was du zu ihm zu sagen hast. Tamam? Und deswegen ist die Wirklichkeit des Schirk noch schlimmer. Aber der Mensch braucht manchmal ein Beispiel aus dem Alltag, damit er besser versteht, was passiert. Ja? Und deswegen sage ich auch, wie die Menschen, die teilweise tote Menschen anrufen. Der Mensch, als er am Leben war, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haben die Sahaba ihn nicht zu ihm Dua gemacht, als er am Leben war. Als er gestorben ist, auch nicht. Wie kommt ihr also auf die Idee, dass er nach seinem Tod Fähigkeiten bekommt, die er vor seinem Tod nicht gehabt hat? Ja? Und wo ist der Beweis dafür? Wo gibt es irgendetwas, was darauf hinweist? Und also wie gesagt, deswegen ist diese... Das finden wir übrigens auch in Surat Yusuf, als wir Surat Yusuf gesprochen haben, finden wir das auch am Anfang, diese Veranschaulichung.
als wären diese Planeten, ja, als wären die Planeten etwas Menschliches. Ja. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Er hat einen Traum gesehen, dass eben verschiedene Planeten wie Sonne und Mond, ja, dass sie Sujud machen für ihn. Und dann heißt es im Arabischen Ra'aytuhum, Ra'aytuhum. Und dieses, also ich habe sie gesehen, ich habe gesehen, wie sie sich niederwerfen. Okay? Und dieses Pronomen im Arabischen, ja, benutzt man für Menschen. Ja, für Menschen. Benutzt man nicht für Gegenstände. Ja, man würde ja dann sagen, Ra'aytuha li sajidin. Arabisch. Ja. Aber eben diese Veranschaulichung, also das hat jetzt mit dem Schirk nichts zu tun, aber es geht darum, dass, weil Sujud eine Sache ist, die ja eigentlich Menschen machen. Das Sujud, wie wir ihn kennen, dass du deine 7 Körperteile auf den Boden presst oder platzierst, ja, das ist eine Bewegung von einem Menschen und nicht von einer Sonne oder einem Mond oder einem Baum. Ja, die machen auch ihre Sujud, aber nicht auf diese Art. Richtig? Und deswegen wurde hier eben das Pronomen benutzt, als wären das Menschen. Um das eben besser zu, weil es eben passt in dieser Sicht. Wer ist weiter abgeht als jener, der anstelle Allahs solche anruft, die ihn bis zum Tag der Auferstehung nicht erhören werden oder nicht erhören können und die seinen Bitten gegenüber unachtsam sind. Na, bis dahin haben wir gesagt. Ich glaube, wir haben auch schon weitergelesen im Tafsir, ne? Noch den 6. Vers haben wir, glaube ich, auch noch. Ja, 6. haben wir auch noch gelesen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sinngemäß übersetzt, und wenn die Menschen versammelt werden, werden sie ihnen Feind sein und sie werden den von ihnen empfangenen Gottesdienst leugnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihnen sogar, wie der Ausgang ihrer Handlungen sein wird, Yawm al-Qiyamah, ein indirekter Hinweis darauf, dass es diesen Tag geben wird, an den ja die Götzendiener nicht glauben. Tamam. Welcher ihrer Götter soll denn den Tag der Auferstehung herbeiführen und welcher von den Göttern soll jetzt anfangen, Gericht zu machen? Das ist ein riesiges, riesiges Chaos wird das, ja. Deswegen ist es einfacher zu sagen, es gibt kein Yawm al-Qiyamah, ist viel einfacher. Was sollte dann an dem Tag passieren? Wer entscheidet dann an dem Tag, wer in Jannah geht? Wer entscheidet dann an dem Tag, wer in die Hölle geht? Ja? Und das ist ja das Problem, wenn du zwei hast, die beide entscheiden, dann welche Entscheidung setzt sich durch? Und derjenige, dessen Entscheidung sich durchsetzt, das ist doch der höchste Gott. Und den anderen lass ihn mal beiseite, was müssen wir ihm? Ja? Tayyib. Und deswegen heißt es, wer es hier übersetzt, dass am Yawm al-Qiyamah, und wenn die Menschen am Tag der Auferstehung vor Allah subhanahu wa ta'ala versammelt werden, werden die Götzen ihnen Feinde sein oder ihnen Feind sein und leugnen, etwas von ihrer Anbetung gewusst zu haben. Ja, das ist die Angelegenheit diesbezüglich. Das heißt, Yawm al-Qiyamah werden diese falschen Götter, die wir jetzt als Götzen bezeichnet haben, aber alles, was neben Allah angebetet wird, ist ein Ilah, sprachlich gesehen, oder Ma'luha, okay? Ist ein Gott. Alles, was angebetet wird, ist ein Gott. Zu Recht ist es nur bei Allah und zu Unrecht, das sind falsche Götter, die man im Deutschen dann Götzen oder falsche Götter bezeichnet oder ähnliches. Und aber wenn wir uns anschauen, was alles angebetet wird neben Allah subhanahu wa ta'ala, können wir sagen, es gibt Dinge, die angebetet werden und die das auch gut finden, die damit zufrieden sind. Ja? Wie Beispiel der Pharaon. Ja? Also er hat ja zu den Leuten gesagt, ma alimtu lakum min ilahin ghayri,
ich kenne für euch keinen anderen Gott außer mich. Er wollte angebetet werden. War dieser, und das ist das, was man dann Tahut nennt. Ja, weil er wird angebetet, ihm wird eine Eigenschaft Allahs gegeben und er findet es auch noch gut. War dieser überschreitet alle Grenzen. Und ihr wisst, Tara bedeutet, alle Grenzen zu überschreiten. Und Tahut ist von Fa'alut, das ist dann nochmal eine Steigerung davon. Ja? Wenn es dann auch noch in die Göttlichkeit geht, wal'iyadubillah. Auf jeden Fall hier, und dann gibt es andere Geschöpfe, die angebetet werden, aber die sind noch nicht damit zufrieden. Also was kann denn der Baum dafür, dass er angebetet wird? Was kann denn der Berg dafür? Was kann denn die Sonne dafür? Meint ihr, die Sonne ist damit zufrieden, dass sie angebetet wird neben Allah Ta'ala? Die Sonne wird sich schämen, dass es Menschen gibt, die ihn anbeten, die sie anbeten neben Allah Azza wa Jal. Und deswegen, Allah Subhanahu wa Ta'ala, diese, die angebetet werden neben ihm, Yawm al-Qiyamah, wird er zur Rechenschaft ziehen. Er wird sie fragen. Fragt er nicht im Koran al-Karim, Isa, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Hast du etwa zu den Menschen gesagt, dass ihr mich und meine Mutter zu einem Gott neben Allah nehmen sollt? Und er sagt, Subhanak, gepriesen seist du. Sinngemäß, wie soll ich auf diese Idee kommen? Du hast mich geschickt als Gesandten, um deine Botschaft zu übermitteln. Ich habe ihnen niemals etwas anderes gesagt. Ich habe ihnen niemals etwas anderes gesagt, als das, was du mir mitgeteilt hast. Ja. Das sind die zwei, was ich damit sagen will, ist, denn diejenigen wie Isa a.s., das sind diejenigen, die ein Feind sein werden, zweifellos. Und was mit den anderen? Die anderen auch. Die werden nämlich keine Freunde sein. Ja. Auch Pharaon und andere, die werden ihn oder der Shaitan, Iblis selbst, zweifellos werden sie diesen Menschen Feind sein und sich von ihnen trennen. Und nicht nur das, sondern sie werden sogar leugnen. Sie werden leugnen. Sie werden sagen, wir haben gar nicht gewusst, dass wir angebetet worden sind. Wir haben das weder gesagt, noch sind wir damit zufrieden. Jeder versucht, sich selbst zu retten. Und sie werden sagen, wir wissen nicht einmal etwas davon. Na, also, wie es heißt im sechsten Vers, Entschuldigung. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Genau. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Das heißt, wortwörtlich, sie begehen Kufr in Bezug auf ihre Ibadah. Also die Götzen, die falschen Götter, am Tag der Auferstehung machen Kufr in Bezug auf die Ibadah dieser Leute. Was bedeutet Kufr in diesem Zusammenhang? Ja, sie leugnen das. Sie leugnen das. Ja, das heißt, sie weisen das ab. Wenn sie angebetet wurden, weil sie zufrieden waren, damit sie sich irgendwie noch retten vielleicht. Aber wenn es nicht war, dann weiß es, woher soll Isa wissen, alaihissalam, oder die anderen, die nach ihrem Ableben, woher sollen sie denn wissen, dass sie angebetet worden sind? Sie kriegen ja die Sachen nicht mehr, jetzt sind ja gestorben. Und Isa alaihissalam ist zwar nicht gestorben, aber wie soll er mitbekommen, dass andere ihn anbeten, wenn er nicht mehr auf Erden ist? طيب طيب lesen wir weiter den siebten Vers. Oder warte mal ganz kurz, ich glaube die Zeit ist schon, ja, mashallah. Immer wenn ich gucke, alhamdulillah. طيب machen wir an dieser Stelle wieder eine Pause, barakallahu fikum. Gibt es von eurer Seite Fragen? Dass die falschen Götter verleugnet werden. Was ist mit den Gegenständen etc., die angebetet werden? Werden die auch so sprechen und Zeugen sein? Also zum Beispiel ein Baum oder diese Götzenstatuen etc.?
Ja, also die Frage lautet, ich wiederhole es nochmal, weil die Schwestern sich noch zu beschweren, dass sie nicht mitbekommen. Bruder sagt, bei den Menschen, oder die angebetet wurden, ist ja klar, dass sie sagen werden, wir waren nicht damit zufrieden und ähnliches. Wie ist es mit den Bäumen und anderen Sachen? Werden die auch reden und sagen? Mir fällt jetzt im Augenblick nichts dazu ein, also etwas über diese Sache. Deswegen kann ich dazu nicht sagen. Das Einzige, was mir einfällt im Zusammenhang, ist, dass am Tag der Auferstehung jede Gemeinschaft dem folgen wird, dem sie angebetet haben, in der Hoffnung, dass sie ihren Lohn davon bekommen. Dann sagt der Prophet, das heißt auch die Leute, die die Sonne angebetet haben, die werden der Sonne folgen und dem Mond angebetet haben, dem Mond folgen und so weiter. Und die führen sie natürlich alle zur Hölle, Gott bewahre. Und das Gleiche gilt dann für Isa und Uzair und alle, die angebetet worden sind. Nur natürlich, dass das nicht ihre wirklichen Gestalten sind, sondern Allah erschafft etwas, was so aussieht wie sie und führt sie dann zur Hölle. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Wie wird eigentlich Isa darauf reagieren? Wie wird was? Du meinst in diesem Leben oder im nächsten Leben? Im nächsten Leben. Am nächsten Leben ist ja am Ende von Surah Nummer 5. Am Ende von Surah Nummer 5, also ganz am Ende, Surah Al-Ma'idah Nummer 5, beschreibt Allah dieses Gespräch. Ja? Da stellt er Isa zur Rede, weil es ein Gericht. Tamam? Es ist ein Gericht. Und Allah erwähnt die ganzen guten Taten, die er ihm gegenüber gemacht hat. Ja? Dass er ihm die Tora gelehrt hat, das Evangelium gelehrt hat, die Weisheit gegeben hat, dass er ihn hat Tote lebendig machen lassen, dass er den Leprakranken, Weißgefleckten geheilt hat und so weiter und so fort und den Blinden geheilt hat. Ja? Und dann, am Ende fragt er ihn, hast du etwa zu den Menschen gesagt, dass sie jemanden, dass sie dich anbeten sollen und deine Mutter neben mir? Und dann sagt er, gepriesen seist du. Es steht mir nicht zu, etwas zu sagen über dich, außer die Wahrheit. Ma qultu lam illa ma amartani bihi. Ich habe ihnen nur das gesagt, womit du mich beauftragt hast. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, nämlich, dass ihr Allah, meinen und euren Herrn, anbeten sollt. Sinngemäß, solange ich unter ihnen war, wusste ich, was sie getan haben. Aber solange ich unter ihnen war, konnte ich sehen und beobachten, was sie tun. Ja? Aber als du mich zu dir genommen hast oder als du mich hast sterben lassen, warst du derjenige, der sie beobachtet hat. Ich weiß nicht, was sie danach gemacht haben. Ja? Und in einer Überlieferung heißt es ja auch, dass gerade das Problem im Christentum ist entstanden, nachdem Isa nicht mehr unter ihnen war. Genauso wie bei den Muslimen. Nachdem ihr Prophet nicht mehr unter ihnen war, dann, also nicht am Anfang, Alhamdulillah, aber später haben sich dann verschiedene Gruppen gebildet. Ja, und bei den Christen genauso. Nachdem Isa nicht mehr da war, dann gab es die ganz normalen Muslime. Das war der Gesandte Gottes, der unter uns war. Und eine zweite Gruppe hat was gesagt, das war der Sohn Gottes. Tamam. Wieso? Ja, weil diese Wunder kann nur ein Gott bewirken. Und andere haben gesagt, nee, das war Gott selbst, der als Mensch zu uns gekommen ist. Das waren die drei Gruppen, die sich gebildet haben. Und die Muslime, ja, sie werden entweder verfolgt, getötet, vertrieben und nur wenige haben überlebt und verbreitet haben sich dann die anderen Sachen aus politischen Gründen. Ja. Noch eine Frage zur dritten Ehe. Hast du nochmal die Erklärung auf Die Erklärung über, dass Allah Himmel und Erde in Wahrheit erschaffen, mit der Bilhaq erschaffen hat? Ja. Bilhaq, ay li ajl al-haq. Okay? Das heißt, für die Wahrheit. Der Wahrheit wegen hat Allah Himmel und Erde erschaffen.
gemeint ist, um die Wahrheit zu erkennen. Ja? Manche Gelehrte sagen auch, Al-Haqq ist hier die Gerechtigkeit. Und zweifellos ist die Gerechtigkeit eine Form der Wahrheit. Ja? Das heißt, damit die Menschen durch diese Schöpfung sehen, erkennen, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah. Diese Wahrheit sollen sie erkennen durch die Schöpfung. Und ja, das ist jetzt zusammenfassend. Ja. Welche Vers, Bruder? Vers 5. Wieso wurden Menschen, wieso wurden die Götzen mit einer Menscheneigenschaft beschrieben? Um zu veranschaulichen, wie fehlgeleitet sie sind, wie unsinnig das ist, was sie machen. Okay? Weil, wenn was ist wertvoller? Etwas Lebloses oder etwas Lebendiges? Etwas Lebendiges. Du wirst niemals zu einem lebendigen Menschen um etwas bitten, wenn er dir nicht aufmerksam zuhört. Weil er es nicht hören kann, weil er keine Lust hat, keinen Bock hat, was weiß ich. Okay? Er macht es nicht. Ja? So. Aber du machst gerade das mit einem leblosen Gegenstand, der ist doch noch viel mehr unaufmerksam. Das ist doch noch viel mehr unaufmerksam. Der kann dann nicht mehr hören. Das ist ein Vergleich. Um das demjenigen, dem das nicht klar ist, deutlich zu machen. Ja. Ist es das gleiche wie in Surat Al-An'am, wo Allah so sagt, Anna yakunu lahu walad, wa man kana lahu sahiban, oder so der Vers? Ja, was würdest du sagen, gleich in welcher Hinsicht? Also wie jetzt in dem Vers, wo die Götzen so beschrieben werden mit einer Menscheneigenschaft, und den Vers in Al-An'am, dass er keine Partnerin hat. Ist es gleich im Sinne von zu veranschaulichen, wie dämlich die Aussage ist? Oder? Ja, warum nicht? Warum nicht? Also, ich meine, also im Vers heißt es, wie sollte er ein Kind haben, wenn er gar keine Gefährtin hat? Ja. Nein, das, warum nicht, ja? Das ist ein auf jeden Fall geht es darum, weil wir ein Kind zu bekommen, ist eben das Ergebnis aus einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Das ist die Realität, anderen geht es nicht. Ja? Und in dieser Sprache sprecht ihr gerade, ihr Götzendiener, über Allah, tabaraka ta'ala. Und ja, da waren die Christen ein bisschen konsequenter, die haben dann von Mutter Gottes gesprochen. Ne? Ja, tatsächlich. Was anderes? Ja. Was war die Erklärung zu dem Wort Athara? Was die Erklärung war? Athara? Ja. Wir haben gesagt, zusammengefasst, Spur von Wissen. Rest von Wissen. Spur von oder Rest von Wissen. Und in welcher Form kann diese Spur von Wissen, Rest von Wissen sein? Naja, in Form einer mündlichen Überlieferung, in Form etwas in einem Buch, Form ein Buch, das nur Sie haben, kein anderer, ja. In Form von einer Inschrift in einer Höhle, irgendwo auf einem Berg. Da. Allah ibarik. Ja. Ara'aytum, also kommt ja also das ist im vierten Vers, ne? Ja. Ara'aytum kommt ja vom Verb ra'a. Ra'a, ra'a heißt sehen. Ra'aytum heißt ihr habt gesehen. Ara'aytum heißt habt ihr gesehen. Habt ihr gesehen. Und dann heißt es ja hier, habt ihr gesehen, was ihr anstelle Allahs anbetet. Die Frage ist, geht es hier um das wirkliche Sehen? Das glaube ich weniger, weil sie haben es gesehen, sie haben es gesehen, warum sie es nicht gesehen haben. Sie haben es hergestellt mit eigenen Händen. Also es geht nicht um das Sehen mit dem Auge, es geht eher um das Sehen mit dem Herzen.
Wenn man redet vom Sehen mit dem Herzen, dann ist damit was gemeint? Ha? Das Nachdenken. Nachdenken. Ja. Und so wurde es auch übersetzt. Ne? Oder hier auch steht da, was meint ihr zu dem? Ja, etwas meinen ist ja auch letztendlich etwas, was im Herzen abspielt. Also ist ähnlich. Was soll ich sagen? Ich dachte, das wäre so eine Frage in die Runde. Ja, klar. Keine Frage. Noch was? Ja. Kurz noch bei Ra'etuhum, wie es heißt. Das Hum war menschlich zum Menschen. Das Ra'etuhum. Ja, ich habe sie. Im Arabischen sagt man zum Beispiel, ich habe diese Leute gesehen. Ich habe, wer ist das, diese Menschen gesehen. Ra'aytun nasa. Ich habe diese Menschen gesehen. Und wenn ich sagen will, ich habe sie gesehen, gemeint ist die Menschen, ja, wen oder was, sie, dann sagt man ra'aytu hum. Ra'aytu hum. Das bezieht sich auf Menschen. Aber wenn ich zum Beispiel, von Gegenständen spreche, ja, das heißt Bücher. Ich habe die Bücher gesehen. Ra'aytu al-kutuba. Und jetzt will ich das ersetzen durch ein Pronomen. Dann sage ich nicht Ra'aytu hum. Ich habe sie gesehen. Sondern dann sagt man im Arabischen Ra'aytu ha. Okay? Das bezieht sich auf Dinge, die keinen Verstand haben. Also Lebloses. Und deswegen der Araber liest den Koran und dann sieht er Ra'aytuhum li sajidin. Ich habe gesehen, wie sie, diese Personen, sich niederwerfen. Es geht doch gerade um Sonne, Mond, Sterne. Und dann überlegt er, warum hat Allah das so gesagt? Aha, okay, weil er redet vom Sujud und Sujud ist eine menschliche Sache. Und wisst, in Träumen ist alles möglich, oder nicht? In Träumen ist alles möglich, ja. Das ist der Zusammenhang, ja, und deswegen, das ist sehr interessant im Koran, weil da sieht man, da ist nichts dem Zufall überlassen, ja. Da ist durchdacht, warum es dieses Wort erwählt und nicht dieses Wort erwählt, das ist schon sehr, sehr interessant, ja. Am Kernpunkt dazu, in Surah Fussilat, also sagt ja Allah, wirft euch nicht der Sonne und dem Mond nieder. Ja, genau. Sondern Allah, der Sie. Und genau. Das ist auch wegen des Gleiches. Moment, da ist es mit Hunna, richtig? Ja. Mit Hunna könnte sein, ich will jetzt nicht was Falsches sagen, könnte aber auch eine zweite Möglichkeit sein, das im Arabischen auszudrücken. Statt Ha, dass man Hunna benutzt. Das will ich jetzt nichts was Falsches sagen. Deswegen. Müssen wir nochmal untersuchen. Ja. Wir werden sowieso keinen Unterricht machen nach vor Wochen noch. Der nächste wird nach Wochen sein. Deswegen, wenn es Fragen gibt, nutzen wir die Zeit aus. Und dann machen wir Pause. Weil ungefähr um 20 nach ist, glaube ich, Adhan sowieso. Und dann, die beten hier immer 10 Minuten nach dem Adhan. Aber es steht ja auch hier auf. Bitte schön. Du hast ja ganz am Anfang erwähnt, dass der Koran entweder für einen sprechen wird oder gegen einen sprechen wird. Und hier ist meine Frage, also wie genau wird es sein, weil ich meine, der Koran ist ja das gesprochene Wort von Allah, also Allah hat es ja gesprochen, und also wie sagt es dann aus, also sagen die Wörter von Allah selbst zu Allah aus, oder, also das hat sich mir nicht ganz, also das, ja. Ja, ich auch nicht. Also das sind Sachen, Allahu alam, wie, das weiß ich nicht, okay. Also die Frage, der Prophet sagte ja, dass der Koran Fürsprache einlegen wird für seine Anhänger. Und, oder wie diese einen Überlieferung, die wir heute erwähnt haben, Shafi'un Mushaffa'. Wie wird das geschehen konkret? Allahu A'lam. Aber in einer anderen Überlieferung sagt der Prophet, dass Surat al-Baqarah und Surat al-Imran werden am Tag der Auferstehung erscheinen wie zwei große Wolken oder in einer Überlieferung wie zwei große Vogelschwärme. Da. Und dann setzen sie sich ein, argumentieren für denjenigen, der diese Surung gelesen und danach gehandelt hat. Gelesen heißt auswendig. Merkt euch immer, wenn ihr liest Qara'a, man kann nicht Qara'a so. Nein,
Qara'a ist im Kopf auswendig. Deswegen ist das der Hinweis, wie wertvoll ist es, Koran auswendig zu lernen. So viel du kannst. Du kannst nur eine Sura, mach eine Sura. Du kannst zwei, mach so viel du kannst. Das zeigt, dass es Yawm al-Qiyamah eine bestimmte Gestalt annehmen wird. Tamam? Und dann wirst du es hören. Aber wie Allah, die Worte Allahs Azza wa Jal, wenn Allah tabaraka ta'ala etwas entscheidet, sagt der Prophet, wenn Allah Azza wa Jal eine Entscheidung trifft, ein Wort spricht, die Engel fallen in Ohnmacht, wenn sie diese Worte hören. Und der Erste, der wieder zu sich kommt, ist Jibril a.s. Ja? Und sie fragen ihn dann, was hat Allah gesagt? Sagt ihm, die Wahrheit hat er gesagt. Ja? Weil diese Worte sind nicht so wie unsere Worte. Und entscheidend davon ist, dass wir Koran lernen und in der Hoffnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Hadithe sind, die machen riesige Hoffnung. Weil, willst du hoffen oder warten darauf, dass ein Mensch für dich Fürsprache einlegt? Ja, wie viele Leute wünschen sich die Schafa'a von bestimmten Menschen? Ja, Allah, Schafa'a ist gut, wenn wir sie bekommen, inshallah, von Muhammad, von Schafa'a, von den Engeln. Das ist alles gut. Aber du musst ja was dafür tun. Es gibt ja immer Gründe, warum du die Schafa'a von jemandem bestimmtes bekommst. Ja? Vielleicht, weil du ihm nahe standst, weil er dich mag, weil du ihn magst, was weiß ich. Ja? Aber beim Koran al-Karim sagt das hier direkt. Lern es und handel danach. Dann wird die Surah al-Baqarah al-Imran für dich Fürsprache einlegen, bis du in den Paradiesgarten eintrittst. Ja, das ist das Versprechen Allahs tabaraka wa ta'ala. Nach der Fatiha leben. Die Fatiha ist der ganze Islam. Also wenn du die Fatiha dir anschaust, der Vers Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, das ist ja das ganze Verhältnis zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Dich allein bitten wir, dir allein dienen wir in Liebe und aus Verherrlichung. Tamam? Und dich allein bitten wir um Hilfe. Ja? Das ist ja die Aqidah. Das macht er jemand, weil er glaubt, dass Allah die vollkommenen Eigenschaften hat. Weil er glaubt, dass Allah der Einzige ist, der anbetung würde. So hat er den Tawhid. Ja? Und dann ihn bitten wir um Hilfe, weil er unser Rabb ist und weil wir seine Unterstützung brauchen bei unseren Gebeten, egal was wir tun in unserem Leben. Wenn die Fatiha umsetzt, dient niemandem außer Allah. Und der Prophet sagte, wer Allah subhanahu wa ta'ala Yawm al-Qiyamah antrifft, und ihm nichts beigesellt hat, ja, dem wird Allah vergeben. Ja, egal wie viele Sünden entgegenkommt, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm entgegnen mit ebenso viel Bergen an Vergebung. Das ist deswegen wie wir sehen werden in einer Überlieferung, wie übel und verdorben jemand sein muss, der den Höllenbrand betreten wird. Ich meine natürlich für immer und ewig, ja? Weil der muss ja wirklich, der darf ja gar nichts, der darf ja gar keine Hasana haben, für die er belohnt wird. Nichts. Gar nichts. Nichts ist übrig geblieben. Du machst eine Tat und sie wird doch mindestens 10-fach vergolten. Das heißt, der Mensch macht mindestens 10-mal so viele Sünden. Das ist schon ein Problem, ja? Weil wenn du Koran liest, kriegst du Hasanat. Wenn du betest, deine 5 Gebete, kriegst du Hasanat. Wenn du diese Hasanat zählen würdest, guckst du, wie viele Sünden du am Tag machen kannst, überhaupt. Was für ein Mensch ist das? Was für ein Mensch ist das? Noch was? Dann machen wir Pause. Subhanakallah wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Inshallah, nach dem Dhuhr-Gebet. Dhuhr ist, also Viertel nach zwei. Direkt, ja, Viertel nach zwei bis 15 Uhr, weil um 15 Uhr wollen die Brüder das Essen servieren schon. Ist diese islamische Bibliothek jetzt offen eigentlich? Kann ich da zu? Komm mal her, das kannst du einmal nochmal anmachen. Aber ich muss eigentlich den Bruder, wo ist denn der Bruder?
5 von 6. Wir brauchen einen Bruder.